Was geht, Leute? Mein Name ist Nightly Snails und heute machen wir eine TikTok-Cringe-Comedy-Challenge. Ich hab verkackt. Ist egal. Was geht, Leute? Mein Name ist Nightly Snails und heute machen wir eine TikTok-Cringe-Compliation. Ey, kannst du diese Worte nicht aussprechen? Compliation, Alter. Ey, weißt du auch dein Englisch, ne? Du bist aber der beste Snails. Was heißt Cringe? Erzähl uns das mal. Also, Cringe heißt, wenn ich dich so viel sehe, ne? Und du machst etwas voll Peinliches und ich bin mit dir. Wenn man etwas sieht und man sich denkt, oh nee, das hat er nicht getan. Was ich meine? Es gibt keine richtige Übersetzung für Cringe, okay? Also peinlich ist das Nächste, was rankommt. Auf jeden Fall geht es in dem Video darum, dass wir uns nicht fremdschämen dürfen. Genau, fremdschämen ist das beste Wort dafür, ja? Alles gut. Wer am öftesten irgendwelche Anzeichen davon gibt, sich zu schämen oder zu lachen, verliert. Okay. Und Leute, 4000 Likes kriegen wir hin. Ist nur ein Klick. 10.000. Das ist ein bisschen hoch angesetzt. 10.000. Sound ein bisschen laut, warte, so. Okay. So, jetzt höre ich dich. Sehr schön. Ist das ein R oder ein Sie? Das ist ein R. Wow. Sexy. Oh mein Gott, sexy, oder? Das Problem ist dabei sein Gesichtsausdruck. Er fühlt sich halt richtig cool. Guck's dir an. Oh mein Gott. Ja, meint das ja auch ernst. Es hat lange gedauert wahrscheinlich, dieses Cosplay. Hey, mach ich auch jeden Tag. Du bist eine Missgeburt. Adopted a puppy, but my landlady doesn't allow pets. So how could I have? Oh nee, ey. Oh, nee. Okay, das wird jetzt. Nein. Also es gibt einen Grund, wieso ich kein TikTok habe, okay? Grund, wieso ich kein TikTok habe. Und das ist der Grund. Das waren mindestens 2 Gründe gerade. Das waren 10 Gründe. Oh mein Gott. Aber 10 Gründe fürs Installieren. Folgt mir auf TikTok. Link ist in der Beschreibung. Hast du jetzt echt TikTok? Okay, danke. Oh, geile Musik, Alter. Ich glaube, die darfst du aber nicht. Oh mein Gott, nein. Wenn das ja wenigstens eine Verarschung wäre, dann würde ich es verstehen, aber... Die meinen das ernst, das ist halt das Problem. Ich glaube, der Typ mit dem Bauch, mit dem Cosplay, der meint das nicht ernst. Hast du seinen Gesichtsausdruck gesehen? Oh Gott. Oh nein, nein. Ey, Snoop Dogg. Was man nicht alles für den deutschen Pass tut. Du kannst nach Deutschland kommen, wenn du mit mir TikTok machst. Also, okay. Und er ist direkt drüber geschwommen. Yeah. Oh, what the frick? Ist aber... Ist eine Flau, oder? Aloha, this is my voice, one day in Hawaii. Diese Frisur musst du dir machen lassen. Aloha, this is my voice, one day in Hawaii. Ja, das ist kein Cringe. Aloha! Guck mal, der meint das immer nicht ernst. Nein, der meint das hundertprozentig nicht ernst, aber es ist lustig. Ja, genau deswegen. Das ist ja kein Cringe, ich meine. Das ging, weil er hält sich selber für dumm und dann ist es nicht mehr dumm. Ja. Oh nein, bitte nicht. Okay. Aha. Ich hab keine Ahnung. Pony irgendwas. My Little Pony. My Little Pony. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Serie ist gut. Echt jetzt? Diese My Little Pony Serie ist sehr, sehr gut. Echt jetzt? Ich hab die gesehen. Ich hab die wirklich voll gefühlt. Ich... Wird zwar nicht auf so eine Convention gehen, aber die Serie ist wirklich gut. Hat viele Fans, ne? Die lief, glaube ich, mal auf Nickelodeon und ich habe die echt gefeiert. Ich habe mich echt gefreut, als sie lief. My bitch got a body like wow, crazy ey, cool. Hey. Die hat es drauf gehabt. Das war nicht lustig. Die hat es eigentlich voll drauf. Hey, also ich meine das doch gar nicht witzig. Die Moves? Ich dachte, hey, schau doch mal hin. Das ist doch ein Mann, oder nicht? Ist ohne Scheiß. Nein, ist eine Frau. Na, hä? Ey. So gut gewesen. Das war richtig gut, hallo? Ja. Styly, wow. Oh, damn. Styly, ich bin verliebt. Oh, yes, ich bin verliebt. Ich bin verliebt, ich bin so fast verliebt. Okay. Ach du Scheiße! Ist das Anthony Joshua? Ja,
Warte, der meint das ernst. Der meint das nicht ernst. Das war ein Typ, der meint das ernst, glaub mir. Nein, der meint das nicht ich bin ernst. Ich bin genug von solchen Typen aber über den Weg gelaufen bisher. Der meint das ernst. Meinst du das ernst, ist die Frage? Das meint sie ernst, ja. Das meint sie ernst. Hot Lady, Hot Lady, Stanley. Aber wieso macht sie die Zähne so komisch? Ich weiß nicht, Hot Lady. Okay. Meint sie das ernst? Ich glaube nicht. Ja, die meint das ernst. Das sind diese Maskenleute. Die sind voll cool. Die fühlen das, Mann. Ach du Scheiße. Stanley, was macht dein Kühlschrank da? Thick. Oh. Hä? Schau mal, halt mal kurz an. Das Ding ist, sie hat das ja selbst gefilmt, oder? Ja. Wieso lädt sich dann hoch? Der Furz war eingefügt. Sie hat das als Spaß gemacht. Aber es war nicht lustig, deswegen ist es cringe. Ah, ich dachte, das klingt aber wie ein richtig guter Play. Also das war jetzt nicht so irgendwie, dass ich sage, das war peinlich oder so. Das war schon gut. Warte, dann höre ich nochmal ganz genau hin. War der wirklich eingefügt? Nein, der war nicht eingefügt. Der war nicht eingefügt. Wenn der nicht eingefügt war... Respekt. Ja, meine, what the freak, Alter, wie hat sie den gemacht? Heftig, hey, stabil. Was? Ich muss wissen, was sie gegessen hat. Stell dir mal vor, du bekommst eine Ansage über TikTok. Hey. Stanley, was macht deine Mama? Spaß. Halt deine Klappe, Mann. Sie ist Boss. Warte mal, ganz ehrlich, ist das die Mutter mit ihren beiden Kindern? Und ich glaube, das die Mutter sehr zwingt sein. Die sie zu TikToks. Aber wie kommt man drauf, so eine Soldaten-Dingste um so zu machen? Ich weiß es nicht. Sie wollte wahrscheinlich einfach angeben, ich bin der Boss in diesem Haus. Ich habe die Spülmaschine eingeräumt. Räumt! Es ist Zeit, um es Leuten zu zeigen. Oh, damn, der ist für Rich, Alter. Aber das meint er noch nicht ernst. Nein, das meint er nicht ernst. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht, ich glaube eher weniger. Nicht sicher, zählt das nein. Nicht sicher? Guck mal, das meint sie hundertprozentig ernst. Das ist das Problem. Aber was macht sie denn da? Oh, das war... BH wäre ziemlich stabil. Sie fühlt es richtig. Ey, aber... Schlecht war es nicht. Schlecht war nur die Kameraperspektive und die Klamotten. Guck mal, da ist die Flausneide. Ist das eine Nonne? Ah, okay. Das meint sie ernst. Ich hab's aber nicht verstanden. Ich auch nicht. Das meint er auch ernst, glaub mir. Das meint er nicht ernst. Doch, das ist so einer. Das finde ich jetzt genial. Wie lange geht das, Alter? Vor allem muss er reinschneiden, wie er Stopp drückt. Okay. Der ist scheiße aus. Das war cool, Mann. Also, ich habe gar nicht auf die Nägel geachtet. Ich habe nur die Musik gehört. Ja, aber die Nägel waren der Fokus. Sorry. Nee, ich verzeih dir nicht. Wow. Er sieht aus wie dieser Kandidat für Make America Great Again. Ja, er sieht aus wie irgendjemand, der da mitläuft bei diesem Make America Great Again. Der Typ war auf jeden Fall Trump-Supporter. Ist der Bock? Ja, ich schlag Frauen öfter. Ah, okay. Eine Flau! Snyly, endlich eine Flau! Hey. Wieso trägt sie ihre Cappy so komisch? Sie ist eine tolle Flau. Also ein Mann, okay. Sie will nicht, dass jemand ihn anbaggert. Sie sieht aus wie so ein böser Anime-Charakter. Ich lasse ihren Mann ab jetzt in Ruhe. Es tut mir leid, ich habe ihn nur zweimal angeschrieben. Ich auch, dreimal.
Ui. Ab hier hätte ich wahrscheinlich Schluss gemacht. Mein ja, Mensch. Ja, würde ich auch sagen. Ich brauche erstmal eine Pause. Ich muss es mal albträumen, damit ich es verarbeite. Alter. Okay, Leute. Wie gesagt, folgt mir auf jeden Fall bei TikTok. Link ist in der Beschreibung. Wir haben auch ein schönes Video auf Dannys Kanal aufgenommen. Link ist in der Beschreibung. Hinterlasst ihm auf jeden Fall ein Abo. Falls ihr gelacht habt oder euch an irgendeiner Stelle geschämt habt, dann schreibt Hashtag Cringe in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.